unermesslicher Liebe grüße ich euch. Ich bin Maria. Ich bin die, die ihr die Mutter Gottes nennt. Ich bin die Verkörperung des Mitgefühls und der Barmherzigkeit. Und ich komme heute zu euch, denn ich fühle so viele Kinder weinen. Sie weinen in ihrem Innersten. Und es sind eure inneren Kinder und eure Kinder. Was ihr erlaubt, das geschieht mit euren Kindern, kann nur geschehen, weil ihr euch so weit entfernt habt von euch selbst. Jetzt, in dieser Zeitqualität, habt ihr die Möglichkeit, in euch zu heilen, sofern ihr bereit seid, wahrhaftig euren Schmerz, euer innerstes Trauma anzuerkennen und anzunehmen. Denn wisset, was geschieht in eurer Gesellschaft und auf der ganzen Welt, konnte nur geschehen, weil ihr es erlaubt habt, weil ihr euch so lange Zeit von euch selbst entfernt habt. Ihr habt es erlaubt, dass eure Welt und eure Beziehungen immer mehr entwurzelt wurden. Was ist in euren Kirchen? Ist der Geist Christi wahrhaftig in den Herzen der Menschen, die Weihnachten in die Kirchen strömen? Oder ist es mehr ein gesellschaftliches Ereignis? Was ist auf euren Arbeitsplätzen? Fühlt ihr euch wertgeschätzt? Habt ihr Raum für euer eigenes Leben? Für die Prioritäten des Lebens? Beziehungen pflegen, Liebe teilen, füreinander da sein. All dies, was in den letzten 2 Jahren geschehen ist, ist ein Symptom, ein Ausdruck dessen, was seit Jahren vorher sich angebahnt hat und schon sichtbar war. Und ihr es dennoch erlaubt habt. Wo sind die Mütter? Wo sind die Lehrer und Erzieher, die sich schützend vor ihre Kinder stellen? Und wo bist du? Wo bist du? Stellst du dich schützend vor dein inneres Kind? Hast du Zeit und Raum, im Leben zu spielen und dich deines Lebens zu erfreuen? Oder bist du ernst und starr geworden?
ist deine Seele jubelnd und fröhlich oder eher traurig? Was fehlt dir, Geliebte, Geliebter? Hast du dich gefragt, was dir wirklich fehlt? Oder hast du es einfach erlaubt, dass es dahin schwindet, ohne dass du es bemerkst? Ja, ihr sprecht davon, wie die Lichtportale sich jetzt öffnen und eine neue Zeit anbricht. Und ja, doch könnt ihr eure Schmerzen nicht mitnehmen. Sie wollen geheilt werden. Und ihr seid es, die eine neue Gesellschaft erschaffen müssen. Denn wer soll es tun? Wenn ihr einfach nur zuschaut, was geschieht, und das habt ihr viele Jahrzehnte, ich möchte sagen Jahrhunderte lang getan, was glaubt ihr, wird geschehen? Wird die Welt sich ändern in der Weise, wie es für euch heilsam ist und für eure Kinder? Es kann doch nur geschehen, wenn ihr entscheidet, was ihr erlaubt und was nicht. Ihr lasst euch leiten von euren Ängsten, Ängste um eure Existenz, Ängste vor den Konsequenzen. Und ja, mein Mitgefühl ist mit euch. Wahrlich, ich kann deine Ängste fühlen und ich kann deine Ängste verstehen. Doch war die Angst niemals ein guter Ratgeber. Die Angst hat dich noch nie dorthin geführt, wo du und deine Seele hinwollen. Angst hat eine Berechtigung vor einer konkreten Gefahr. Doch die Gefahren, die ihr jetzt erlebt, sind vorgegebene Gefahren, keine realen Gefahren. Es steht kein wildes Tier vor dir, das dich fressen will. Und du stehst auch nicht an einer Straße, wo die Autos vorbeifahren, sodass du Angst hast, die Straße zu überqueren. Du stehst vor Gesetzen und Anordnungen. Du stehst vor Anordnungen, die im Raum stehen, die kommen sollen. Doch noch hast du Zeit. Du hast Zeit, das Spiel zu spielen, das dir vorgegeben wird, oder auszusteigen und dich schützend vor dein inneres Kind und da eure Kinder zu stellen. Was lehrt ihr gerade die Kinder? Ihr lehrt ihnen Angst. Ihr lehrt ihnen, dass das Leben gefährlich ist, dass sie gefährlich sind für andere. Doch ihr wisst tief in eurem Innersten, dass dies nicht die Wahrheit ist, dass dies niemals die Wahrheit sein kann. Eure Kinder sind das Leben. Eure Kinder sind die Zukunft. Welche Zukunft wollt ihr erschaffen? Welchen Samen legt ihr in eure Kinder? Warum erlaubt ihr einigen wenigen über eine ganze Welt
zu bestimmen. Ja, das Zeitgeschehen und die Zeitqualität ist die Zeit der Erneuerung. Doch sie wird niemals von alleine geschehen. Sie geschieht durch euch, durch Entscheidungen, die ihr trefft, durch das Bewusstsein, das ihr in euch tragt, durch die Liebe, die ihr ausstrahlt und miteinander teilt. Lasst ihr euch wieder dieses Jahr von euren Liebsten trennen? Wie viele Beziehungen, wie viele Freundschaften, wie viele Familien sind zerbrochen? Das Herz der Mutter Gottes blutet. Es blutet für euch. Und mein Auge weint. Es weint für euch, damit euer Herz sich öffnen möge, es weich werde, es sich erinnern möge an das, was wertvoll ist in diesem Leben, was wertvoll ist für euch alle. Ich habe meinen Sohn begleitet zu Lebzeiten auf Erden, zu seinem schwersten Gang. Mein Herz hat geblutet und er hat es für euch erlebt, für euch getragen. Doch was haben einige wenige über euch gebracht in den letzten Jahrzehnten? Entfremdung von euch selbst, Entfremdung von der Natur, Entfremdung von dem Leben, das euch gegeben ist, damit ihr es zur Blüte bringt. Erinnert euch. Erinnert euch über den Sinn des Lebens. Und Geliebte, erinnert euch, dass das Wichtigste, das Schönste, die Liebe ist, die ihr miteinander teilt. Mit euch, eurer Familie, euren Kindern und den Wesen der Natur. Mit euren Freunden, dass ihr Barmherzigkeit übt einem Fremden gegenüber und Mitgefühl zeigt für die und jene, denen es nicht so geht wie euch selbst. Spendengalas werden aufgerufen, doch die sind eine Alibi-Funktion für einige wenige Reiche. Sie sind nicht gegeben aus Barmherzigkeit und Mitgefühl und sie erreichen nicht die Menschen, für die sie gegeben wurden. All dies ist so verlogen. Es ist nicht die Wahrheit. Es ist ein Schauspiel, dem ihr jedes Jahr zuschaut. Werdet echt, werdet wahrhaftig. Seid wieder ihr selbst. Verbindet euch mit eurem innersten Kern, mit eurem Schmerz in euch und heilt ihn. Nehmt ihn an, integriert, denn nur durch Integration könnt ihr heilen. Und nur durch Integration könnt ihr eure Gesellschaft heilen und eure Welt.
heilt ihr euer Innerstes, euer innerstes Kind. So seid ihr heilsam für eure Kinder, für die Kinder dieser Welt. Ihr habt es zugelassen, ihr habt es erlaubt, so viele Zeiten lang, wie die Welt sich gespalten hat in Arm und Reich, wie einige wenige alle Ressourcen an sich gerissen haben und so viele hungern, so viele Kinder ohne Heimat sind, ohne Nahrung, auf Straßen leben und dies schon so lange Zeit. Und obwohl so viel dafür gespendet wird, wacht auf, Geliebte, wacht auf. Diese Welt will sich in eine höhere Schwingung ausdehnen. Doch ihr könnt es nur tun, wenn ihr integriert, wenn ihr zu euch holt, was in diesem Leben abgespalten wurde, aus eurem Bewusstsein verdrängt. Ja, nun spreche ich zu euch in einer Weise, die ihr vielleicht mit Widerstand beantwortet. Doch ich bitte euch, ich flehe euch an, hört meine Stimme, hört meine Bitte, nehmt zu euch, was ihr von euch abgewiesen habt, nehmt zu euch, was ihr aus eurem Bewusstsein verdrängt habt. Nehmt zu euch, wo Schmerz ist, Verlassenheit, Trauma. Die Welt ist voll davon. Und alle Traumata und aller Schmerz in dieser Welt ist auch dein Schmerz. Du kannst es nicht von dir trennen. Es ist dein Schmerz. Nimm ihn zu dir. Heile ihn in dir und du bist Teil der Heilung dieser Erde. Und wahrlich, Heilung braucht diese Erde. Fühle hinein, wogegen du Widerstand hast und nimm es zu dir und heile es in dir. Fühle hinein, was du nicht fühlen und erfahren möchtest, und nimm es zu dir und heile es in dir. Fühle hinein, was du nicht wahrhaben willst, und nimm es zu dir und heile es in dir. Und wisse, die Barmherzigkeit der göttlichen Mutter, meine Barmherzigkeit, mein Mitgefühl und meine Liebe legen sich schützend über dich und begleiten dich in deinem Prozess der Heilung. Und sorge für deine Kinder, die inneren und die äußeren. Und stelle dich schützend vor sie und erlaube nicht, dass andere Menschen etwas von ihnen verlangen, was ihnen nicht zusteht, nur weil sie die Macht dazu haben, nur weil sie die Macht dazu zu haben glauben. Eure Kinder und eure Tiere spiegeln euch,
wo ihr als Menschheit steht. Und frage dich, ist dieser Spiegel ein Spiegel, in den du gerne schaust? Oder ist es ein Spiegel, den du gerne verändern würdest? Ist es das, wie ihr mit Tieren umgeht, was du glaubst, was für die neue Zeit und neue Welt richtig ist? Ist es das, wie ihr mit Kindern umgeht, zukunftsfähig für eine neue Zeit, für eine neue Erde? Doch du hast jetzt diesen Augenblick des Jetzt, eine Veränderung zu bewirken, eine Veränderung zu initiieren. Und das fängt in dir selbst an. Es fängt in dir selbst an. Ich rufe dich nicht auf, zu Waffen zu greifen, sondern ich rufe dich auf, zu heilen. Ich rufe dich auf, zu heilen und bewusst zu werden, all der Schatten, all der verdrängten Anteile, all des Abgelehnten in dieser Welt, in dir selbst. Dies ist der Schlüssel für den Wandel. Dies ist das Tor, durch das du gehen kannst, um das Neue zu bewirken. Und wisse, alle Kräfte des Himmels werden dich auf diesem Weg begleiten und beschützen. Alle Kräfte des Himmels werden an deiner Seite sein. Und dies ist mein Versprechen. Und so wisse, ich liebe dich unermesslich und ich bin bei dir und ich beschütze dich. Ich lege den Mantel der Barmherzigkeit, des Mitgefühls und des Schutzes um dich, sofern du dies möchtest. Und so segne ich dich mit der allumfassenden Liebe, Ani. O Hevet, o Drach, und so ist es, und so ist es.